Warum tun sich die Hochschulen in Deutschland so schwer mit der Digitalisierung der Lehre? Warum verharren sie in der Breite in einem Zustand, der tief ins 20. Jahrhundert zurückgeht und den ich in meinem Buch Patient Hochschullehre ja schon mehrfach angemahnt habe? Warum tun sich gerade in Deutschland so unglaublich hohe Hürden auf? Wir haben doch eigentlich die besten Voraussetzungen. Die technischen Infrastrukturen sind ohne Zweifel vorhanden. Die Studierenden nutzen die Medien ohne Probleme, wenn auch nur privat, aber sie benötigen wenigstens keine Bedienhinweise. Es gibt gute digitale Bildungsmaterialien im Überfluss. Und wenn man die Digitalisierung selbst vornehmen muss, stehen leicht zu bedienende Entwicklungstools bereit. Es ist also alles angerichtet. Und ich könnte Ihnen eigentlich Mut machen und sagen, alles bestens. Leider ist das nicht so. Die Ankündigung einer Fachtagung vom März 2018 gesteht ein, wir stehen erst am Anfang. Und prominente Politiker bestätigen dies. Technologisch müssen wir extrem aufpassen. In der Technologie des 21. Jahrhunderts, in der Informationstechnologie, nicht abgehängt zu werden. Woran liegt das? Warum kommen wir nicht über die entscheidenden Hürden hinweg? Nun, ein Problem sind wir Deutschen selbst. Wir haben enorme Ängste vor dem Scheitern und sind schnell dabei, mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die etwas Neues, möglicherweise zunächst erfolglos, versuchen. Die Konsequenz? Wir lassen es gleich. Und gemeinsame Sache machen, das scheint dem Deutschen naturell generell zuwiderzulaufen. Während man in anderen Ländern und Kulturen digitale Lehr- und Lernmaterialien ohne Probleme nutzt und teilt, scheinen Kollaboration und Teilen der deutschen akademischen Welt Fremdwörter zu sein. Und Werbung machen für Produkte wie diese beiden extrem erfolgreichen MOOCs, die von Einzelpersonen entwickelt wurden, an ihren Hochschulen aber völlig unerwähnt blieben, Werbung machen, das kommt für uns nicht in Frage. Man könnte ja andere vor den Kopf stoßen. Tja, und vielleicht unser größtes Hindernis ist die Tatsache, dass wir primär immer zuerst die Risiken diskutieren, bevor wir überhaupt an den Start gehen. So hindern wir uns selbst daran, eine Führungsposition in der Digitalisierung der Lehre einzunehmen. Denn, so mein erster Punkt, die Digitalisierung beginnt in den Köpfen. Wir müssen endlich die Neidkultur überwinden und die Leuchtturmprojekte und die funktionierenden Institutionen, die es ja gibt, als Katalysatoren und nicht als Konkurrenz zu Bestehendem begreifen. Unsere Lösungen, immer nur Tagungen zu organisieren, Vorträge halten zu lassen und Workshops zu veranstalten, an deren Ende nur kluge Reden, Strategieansätze und Publikationen herausspringen, sind kaum zielführend. Wir müssen die Dinge endlich anpacken. Fangen wir also an, zu teilen und zu machen, wie meine Workshop-Teilnehmer hier an der Chinese University of Hong Kong. Akzeptieren wir die digitale Durchdringung unseres Alltages und reagieren entsprechend. Richten wir uns neu ein und probieren Neues aus. Und diskutieren wir als Schutzbehauptung nicht immer nur die Risiken. Nicht reden, sondern machen, lautet daher meine Devise. Tja, und so geht's. Das kann ich nach mehr als 50 ganztägigen Workshops an vielen Hochschulen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus mittlerweile bestätigen. Wir benötigen zunächst klare Kenntnisse über die digitale Lehre und müssen wissen, wie offene Bildungsmaterialien klug genutzt werden können, denn man will ja nicht alles selbst machen. Ein großes Problem dabei ist das neue Rollenverständnis, das uns Lehrer zu Lernbegleitern macht. Zugegeben, das muss man erst verstehen und akzeptieren. Und dann, wie schon erwähnt, lassen Sie es uns ausprobieren, ohne uns mit Häme zu überschütten, wenn es mal nicht klappt. Neben diesen Bottom-up-Maßnahmen benötigen wir allerdings auch Top-down-Unterstützung
von denen die wichtigste, die viel kolportierte Wertschätzung Lehre ist. Es kann nicht sein, dass ich als Sprachwissenschaftler mit einem fünfseitigen Aufsatz über die Einzelheiten des Lautsystems einer südamerikanischen Minderheitensprache, einen Aufsatz, den vielleicht 4 Leute in der Welt lesen, mehr für mein akademisches Portfolio tun kann, als durch die Entwicklung mehrerer von vielen Tausenden von Teilnehmern besuchten und geschätzten digitalen Kursen, sogenannten Permanent MOOCs, für deren Verbreitung ich übrigens auch selbst sorgen muss. Dieses Missverhältnis zwischen Forschung und Lehre werden wir nicht auflösen können, aber zumindest korrigieren müssen. Andernfalls wird die Digitalisierung der Lehre schon allein aufgrund der geringen Zeitdeputate für die Lehre, die ich in Anhang A meines Buches Patient Hochschullehre ja moniert habe, nicht funktionieren. Und dann gibt es noch 2 weitere Top-Down-Maßnahmen. In jedem Fall benötigt eine Hochschule ein gut ausgestattetes Zentrum für Qualitätssicherung und Digitalisierung, das die Lehrenden auch inhaltlich unterstützt. Diesem Zentrum sollten die digitalen Akteure einer Hochschule, wenn es sie denn gibt, die sogenannten Leuchttürme, angegliedert werden und zusammen mit den Mitgliedern des Zentrums die digitale Lehre an der eigenen Hochschule voranbringen. Dazu benötigt man natürlich auch die entsprechenden Mittel und, wie gesagt, den Mumm, die Leuchttürme auch zu benennen. Tja, und wer leistet den Hauptanteil der Arbeit bei der Digitalisierung der Lehre? Es sind weniger die Hochschullehrer als der Mittelbau. Doch was machen wir? Wir belegen den Mittelbau mit Zeitverträgen, die uns an langfristiger und nachhaltiger Arbeit hindern. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Geben wir also Gas und laufen nicht mit der roten Bremsflagge vor der Innovation her und warnen vor den Folgen mit Gesichtern, die grimmig daherschauen, sondern packen das Ganze endlich an. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.